In Hamburg sind wir meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu einem weiteren Bike für Sky auf meinem Kanal. Und heute haben wir die Mindest-Price-Range auf 200.000 Coins. Zudem werden wir in diesem Video ein Wundertüten-Pack aufmachen und den 1 von 4 86 Plus Pick öffnen. Und natürlich darum herum richtig krasse Spieler einkaufen. Und zu Gast zu diesem krassen Format ist mal wieder Max. Was geht ab, Bro? Hey, Freunde, was geht? Ein angenehmes Gut kicken die Runde. Ich habe richtig Bock, weil ich möchte mit geilen Spielern heute spielen. Und ich glaube, die kriegen wir hier heute. Let's go. Ich hoffe doch, Bro. Ich hoffe sehr. Du hast auch die Wundertüte und die 85 Plus Pick gemacht, ne? Yes, die 86 Plus Pick und die Wundertüte. Ja, so. Ja. Hast du gemacht, sehr, sehr fresh. Zudem wird es noch einen weiteren Joker geben. Du darfst ein Spiel aus deinem Verein zusätzlich hinzufügen. Mein Starspieler ist übrigens heute Jairzinho. Kostet 2,15 Millionen Coins in Turin-Karte. Wen hast du am Start, Bro? Ja, ich habe einen guten Eusebel. Ich muss mal gucken, wie viel er aktuell kostet. 3,92 Millionen Coins. Also das heißt, 4 Millionen Köschen sind hier auf der Uhr, Freunde. Könnte krachen, sage ich dir ehrlich. 4 gegen 2 Millionen. Leute, 200k ist Mindestpreis. Wenn wir 500 Likes auf diesem Video da lässt, dann gehen wir höher auf 210.000. Okay, Max? Let's go, 220 dann. Let's go. 500 Likes mindestens, Freunde. Ich würde sagen, wir kaufen den ersten Spieler. Let's go. Bei meinem Partner Eneva bekommt ihr die günstigsten PSN-Karten auf der ganzen Welt. Wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung drückt, dann kommt ihr zu diesem Angebot. 110 Euro PSN-Karte für nur 95 Euro. Eine 80 Euro PSN-Karte für nur 69 Euro. Eine 50 Euro PSN-Karte für nur 42 Euro. Und eine 10 Euro PSN-Karte für nur 8. Ihr seht, jede PSN-Karte ist bei meinem Partner Eneva absolut günstiger. Deshalb klickt auf den Link in der Videobeschreibung und spart echtes Geld. Bist du ready, Max? Erste Position. Let's go. Ja, ich bin heiß. Komm. Ich gehe hier auf Suchen, Transfermarkt und stelle 200k ein. Und ZOM natürlich, eventuell, falls das ist oder ah auch. Ja, okay. Position gespoilert. Ey, bei dir Seite 1, Nummer 2 kriegst du, komm. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr für gut. Für den Anfang. Der kann das, der kann das. Super, ja. Erzähl, Bruder, bitte. Du gehst bitte mit Seite 1 und Nummer 1. Ganz klassisch, als erstes. Bam! Das hört sich gut an, Bro. Sehr gut. Nimm ich. Okay, machen wir das so eigentlich, dass wir theoretisch eine Karte noch upgraden können auf eine andere? Ja, also wenn du den Verein hast, ja. Okay, easy. So, Max, der nächste Spieler wird auf jeden Fall der Pick, den wir beide gemacht haben. Das heißt, du kannst dir da einen Spieler aussuchen und den in dein Team hinzufügen. Ja, bist du ready? Ja. Okay, let's go. Komm, wir öffnen den. 3, 2, 1. Gönn bitte EA Sports. Ich weiß gar nicht, was da drin sein kann. Ich lass mich überraschen. Hast du schon offen? Habe ich jetzt gerade geöffnet, ja. Okay, ich bin auch ready. Ich öffne meinen auch. Bitte was Krasses, Bro. Bitte, bitte, bitte. Ja, ehrlich gut. Bei mir sind gute Spieler dabei. Ich sag ehrlich. Ja. Den nehme ich, glaube ich, sogar mit. Ich nehme den, der ist okay, Freunde. Der ist in Ordnung, glaube ich, ne? Den nehmen wir mit. So, Freunde, ich habe mich übrigens für die Karte hier entschieden. Kostet richtig was. Und dadurch habe ich dann Jairzinho nach vorne gezogen, damit diese Karte Platz finden kann auf der rechten Seite. Kleiner Spoiler an dich, aber so muss es. So, ich füge ein, 200k, diese Position. Erzähl mir, Max. Genau, du gehst bitte auf die Seite Nummer 2. Ja. Und gehst mit der 7. Komm. Okay, mein. Ich sag nichts, sorry, kleines Wort. Okay, nehme ich. Und dir gebe ich Seite 1 Nummer 10 für den anderen Gold. Ja, ist okay. Ich hätte mich auch über die 7 gefreut, weil da war eine ganz nette Team of the Year Karte. Nehme ich aber auch mit hier die Karte. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich glaube, Chemie, Technik und Kraft sind ein bisschen voll, aber ist in Ordnung. So, nächste Position. Ich bin ready. Die für mich unwichtigste Position, muss ich sagen, in der EFC. Erzähl. Okay, bei mir wird es eine sehr wichtige Freunde. Und chemietechnisch meinte ich natürlich, dass es ganz gut aussieht sogar. Ich gehe mal hier mit der Position. Oh mein Gott, okay. Du gehst bitte einfach mit der Nummer 4, weil 4 steht für Lifestyle, Freunde. Und ja. Nehme ich, ist okay. Bei dir gebe ich Seite 3. Geh mal auf die Seite 3, bitte. Ja. Und Nummer 2. Nummer 2 nehme ich mit, Freunde. Ich glaube, den habe ich so genommen. Fein ist okay. Das ist für die Positionen. Oh mein Gott, weißt du, wer. Ach nein, ich kann es jetzt nicht sagen. Sollte man nicht so viel spoilern, hat der Chat auch schon gekommen. Ja, ich spoilere nicht so viel, deswegen will ich dich ja bloß anteasern. Hier wäre eine Karte gewesen, die hätte dir gefallen, weil das mit unserer Lieblingskarte von uns beiden, das weiß ich ganz genau. Okay. Ja, Niklas, wie sieht es bei dir aus mit der Chemie? Also, ich habe hier 13 von 33 nach insgesamt 5 Spielen, also knapp der Hälfte. 12, also ein bisschen schlechter als bei dir, aber ist okay, sag ich dir ehrlich. Ja, ich nehme mal diese Position. Eventuell hatte ich die auch schon mal in diesem Team und ich gehe nicht Maximalpreis, hatte ich gerade hoch. Ich gehe auf Mindestpreis. Natürlich, Freunde. Let's go. Bitte.
Okay, ich bin auch ready. Bei dir kriegst du Seite 1, Nummer 3. Oh mein Gott, Junge, du hättest mich wirklich mit einer Karte richtig glücklich machen können. Den hätte ich mal sehr gerne getestet. Habe ich nämlich dieses EAFC noch nicht gespielt. Ey, Digga, übrigens, ne? 3, ne? Ja. Okay. Übrigens, ich wurde super gemobbt von meinen Zuschauern wegen meiner Frisur. Aber, ich sag ehrlich, Mittelscheitel trage ich jetzt. Na und? Macher. So, weiter geht's. Macher. Ich hoffe, der Mittelscheitel ist auch bei der Nummer 10. Digga, die haben mich so beleidigt und so auseinandergenommen. 10? Ja, ja, bitte. Leon Goretzka, Junge. Okay, den sagst du nice. Extra. Und er labert mich hier voll mit Spoilern. Nein, hab ich Absicht, weil ich sage, der Typ hat gegen... Der Typ hat gegen Mainz alles rasiert. Und deswegen wird er gegen dich auch alles rasieren. Deswegen ist das geisteskrank. So, Freunde, es wird Zeit für das 85-Plus-Kampagnen-Mixpacks für die Wundertüte. Dort können wir eine Centurion-Karte ziehen, eine FC-Pro-Karte, eine Radio, eigentlich gefühlt alles. Man kann alles ziehen mit einer Gesamtstärke von 85 oder höher. Willst du als erstes reingehen oder soll ich? Ich mach auf, komm. Ich drücke jetzt hier auf X, Freunde. Und zieh... Digga, ist das Pick gerade so aufgegangen? Ich kann das nicht. Okay, ist eine Karte, wo ich hoffe, dass die noch eine andere Position spielen kann. Weil diese Position habe ich nicht in meinem Team, kann ich dir sagen. Ich gehe jetzt auch rein. Komm. Es kracht. Es kracht. Ich weiß nicht. Heise, es kracht. Ich habe die Position nicht. Ich habe eine sehr geile Karte, Bro. Oh, die ist krass. Ich habe die Position nicht. Ja, also die Karte ist auch cool, allein. Aber Digga, ehrlich jetzt? Ja, natürlich. Ich kann aber die Formation ein bisschen umändern, dann ist eine Position anders und dann... Okay, mach ich so, oder? Geht's so? Ja. Okay, easy, Freunde, let's go. Ich sag dir, Max, die Karte, die ich gezogen habe, passt so perfekt rein, weil sie so gut linkt mit ihm hier. Also besser geht's gar nicht. Kostet zwar nicht so viel, aber hat richtig geile Stats, nehme ich. Bei mir eigentlich auch so. Sieht sehr, sehr geil aus, die Karte, Freunde. Und war in den Schlagzeilen, würde ich sagen, die letzten Jahre. Auf jeden Fall nehme ich mit, Freunde, auch wegen der Formation. Na, hatet mich ja nicht. Ich habe das bloß, dann ist alles auf und ist alles entspannter. Okay, erzähl mal, Bro. Nächste Position, welche Seite willst du haben und so? Erzähl mal. Ja, du gehst mal bitte mit der Seite 2. Okay. Und wählst die Nummer 4. Oh, okay. Sehr krasse Karte. Sehr, sehr geile Karte. Ist auch ein Gespräch, in die Bundesliga zu wechseln, habe ich gehört. Okay, weiter geht's. Seite 1, Nummer 6. Hattest du gerade einen IV gesucht? Nein. Okay. Ja, dann nehme ich den hier mit, Freunde, ist in Ordnung so. Also ist ein guter, ist jetzt kein schlechter, ist jetzt auch nicht der allerheftigste, aber nicht mit. Max, streng dich an. Jetzt wichtige Position bei mir. Bitte streng dich an. Komm. Oh ja, bei mir auch richtig, Freunde. Jetzt hier wähle ich das schon mal aus und du gehst bitte mit der ersten Seite. Okay. Und da wählst du aus die Nummer, also vom Goat. Deswegen kannst du dir, denke ich, mal zusammenreihen, ne? 7. 10. 10? Ja. Die ist teuer. Und die habe ich noch nie gespielt. Aber ich glaube, die ist krass. Die hole ich mir. Okay. Und bei dir nehme ich die Seite 1. Nummer 8 gebe ich dir. Ja. Obwohl, nee, warte mal. Was ist denn hier so die... Oh mein Gott. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. Die Karte ist zwar teuer, aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Niklas. Das ist nicht gut. Meine ist, glaube ich, gut. Mal schauen. Ja. So, Max, ich glaube, wir verwenden jetzt beide unseren Joker, oder? Ja. Ich habe gerade schon geschaut, aber das muss ich einfach hier machen, Freunde, weil ich habe das Gefühl, so bei dieser Position hier hinten, Freunde, da brauche ich was hier, sage ich mal so. Ne? Okay. Ich habe mich einfach für Chemie entschieden. Ich benutze eine Icon, ich sag dir ehrlich, und tue sie auf diese Position hier. Und dann sieht es chemietechnisch bei mir schon richtig krass aus. Wie viel hast du? Sieht auch richtig heftig aus. Wie viel hast du, wie viel Chemie? 30 und ein Spieler. 30? Oh mein Gott. Und du? 27. Okay. Gehen wir rein, letzte Position. Wir gehen rein, letzte Position. Ich habe Dreieck gedrückt und bin ready. Erzähl mir, welche letzte Karte willst du mir geben? Ja, ich würde sagen, du gehst erstmal auf die Seite Nummer 2. Ja. Und gehst mit der, hier, guck mal, machst du 6, oder? Oh, ne, 5, du gehst mit der 5. Ne, 4, du gehst mit der 4, du gehst mit der 4. Was denn jetzt, Digga? Mit der 4. Okay. Mit der 4. Dann hole ich mir den. Den habe ich mir auch noch nie geholt. Ja, mal schauen. Okay. Bei dir nehme ich Seite 1 zum Abschluss. Wähle weise.
Pick Nummer 12. Also Seite 2, Nummer 2. Du bist ja so geil, Mann. Du bist ja so geil. Oh mein Gott, Freunde. Ja, also ich hoffe jetzt, dass die Karte hier nicht die 3,5 Millionen kostet, aber den hole ich mir aber erstmal. Gut, dann lade ich dich mal ein mit dem Team und dann zeige ich euch gleich mal die Teams. Fertig. Let's go. Okay, ich bin echt gespannt, was du für ein Team hast, Let's Max. Let's go. Oh, Rotri Totti. Ja. Mein Team, Jürgen. Team of the Years, Mann. Let's go. Oh mein Gott. Ey, du hast mir einfach Team Hernandez schon wieder gegeben, ne? Du bist mir immer Team Hernandez, Bro. Ja, und mein Team kostet knapp 10 Millionen. Wir gehen rein. Yes, let's go. Boah, Gattuso, Junge. Friss ihn auf. Digga, wenn du den dahin wolltest. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee. Oh, let's go. Also, mein Freunde, wunderschönes Tor. In der Entstehung schon, da krieg ich. Leon, und wer sonst? Leon Goretzka. Wie gegen Mainz? Ist kein Problem. Das habe ich ja gerade gesehen. Erbs, Digga, Tor. Ich hab so Angst. Das ist der schlechteste Torhüter in ganz EA. Ja, das ist auch, ich weiß. Jawohl. Der Rotri hat, also, ja, Körpergröße hat auch 3 Meter, aber. Easy, Freunde. Ja, ich habe nämlich nur, ich wollte die ganze Zeit einen Skill machen, was aber darauf hast du nämlich spekuliert. Ich habe es genau gesehen, Heisen. Ja, das stimmt. Wunderschöner Ball. Perfekt getimed auf mein Spieler aus meinem Verein. Dennis Bergkamp. Und genau deswegen habe ich ihn aus meinem Verein hinzugefügt. Das ist geisteskrank, Mann. Was mag ich da in der Verteidigung, ey? Nee. Das ist zum Glück noch nicht da. Das wollte ich nicht so machen. Nee. Das ist geisteskrank. Ups, Junge, let's go, Mann. Ja, also das ist schon manchmal kurios, wie du hier durchkommst, ne? Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Eusebe. So leicht, Digga. So leicht, Digga. Wichtig, Freunde. Ein billiger Eckballkonter. Der knallt die Dinger auch wenigstens rein. Wichtig in den Verstappen-Trikot, Digga. Ja, wichtig. Gott. Max, Super Max. Jawohl. Oh, was? Oh mein Gott, Mané. Bitte was? Mané? Ganz kurz mal, will er mich knallen? Amos Rodri? Da ist er nämlich. Let's go. Nee. Digga, das kannst du keinem erzählen. Dennis Bergkamp, Freunde, ist der allerechte oder was? Hä? Ich sag, der Bergkamp ist heftig, Bro. Deswegen hab ich noch was verbraucht. Nee, Digga, was haben meine E-Fos für ein Stellungsspiel? Ja, Jairzinho ist tot gerade, ne? Ich sag dir echt, die haben noch nie Fußball gespielt, Mann. Bergkamp? Wille. Großes Teil Finish. Jetzt Bergkamp. Dennis Bergkamp. Er ist so krank. Und meine E-Force sind so schlecht. Echt? Es ist geisteskrank. Meine E-Force, das ist brutal. Ist Bergkamp, Mann. Was passiert bei meinem Team? Von den FIFA besiegen wir auch. Digga, jetzt mal Retalk. Was passiert hier? Was passiert mit meinem Team? Es lässt sich so schlecht spielen, Freunde. Ich weiß nicht, ob es die Kondos oder so, ne? Ich meine, das ist krass ernst. Ja. Digga, bist du geisteskrank oder nicht? Das ist das zweite Mal, dass ich hier Latte treffe, Mann. Mairi! Oh mein Gott, Rainbow Flick into Green. Oh, wunderschön, 6-2. Bei mir buggt übrigens dein Ergebnis um. Also bei mir hast du kein Tor geschossen. Ich weiß. Aber 6-2. Nein. Ja, also jetzt Retalk, ne? Also ich hatte auch gute Chancen. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber die gehen halt nicht. Und dein Dennis Bergkamp gewinnt jeden Zweikampf da vorne. Das ist geisteskrank. Okay. Oh, Digga, ich Bergkamp. Kann ihm den Ball nicht abnehmen. Ich kann ihm den Ball nicht abnehmen. Es geht nicht. Boah. Abseits. Hey, Schiri. 7-2. Also 5 Discards bei der Truppe, Freunde, da kracht es nicht nur, da ist das Ding over. Sage ich euch ganz ehrlich, da ist das Ding völlig over. 5 Discards. 5 Discards. GG's, mein Lieber. 5 Discards, GG's. Leg dich nicht mit mir an. GG's. Alright, Mr. Heisen. Ja, was soll ich dir erzählen? Das könnt ihr völlig vom Baum gehen, Freunde. Also, wenn ich hier mir einen Rodrigo angucke, der kostet 3,22 und der ist. Was für ein Form hast du noch gespielt? Das können Scherben. 4-2-2-2-2-2. Guck mal, ich mach's kurz und schwer's los. Also erstmal GG's, Bro. Hat mich gefreut, wieder gegen dich zu spielen. Ja, GG's. GG's. Erstmal Torwart, falls du mich verarschen willst. Torhüter weg, bitte.
Dann nehme ich dir beide ZMs ab. Also ZDMs, die zwei Defensiven. Und den LinkedIn-Verteidiger und rechten Außenverteidiger. Und dann war's das. Junge. Eusieber weg? Du hast ein Team auf dir getroffen. Ups. Okay, wie viel kostet es? Kostet 230 Kirschen. Daneben stand Gattuso 150, hast du getroffen. Sind wir bei 400? Ja. Dann Mané 165, glaube ich. Dann Kamavinga 110. Und im Tor hast du noch gesagt, ne? Ja. Ja, 92, also nochmal knapp 100. Also knapp eine Mille weg. Das sind schon gut Coins, da will ich bloß mal ganz kurz sagen. Also, das Ding ist, mein Rodrigo Sturm. Du hättest ein bisschen was von der rechten Snipe noch von der rechten Seite was snipen können. Vidic, rechter Sturm, da wäre Untrade oder so gewesen. Dann links, wie gesagt, Rodri und Eusebel. Und ansonsten, Ja, mit blauem Auge davon gekommen, aber trotzdem, das blaue Auge tut trotzdem weh, 1 Million. Ich sag mal, du kannst uns ein Gold-Upgrade abgeben und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, was soll ich euch sagen? Ich bin hier angekommen und ich drücke einfach nur auf Start. Ich denke nur auf Absenden. Ich drücke nur auf Absenden, Freunde, und das war's. Ich bin raus. Geil. Max, ich sag's immer wieder, leg dich nicht mit mir an. Mann, Freunde, lass einen Daumen da, lass einen Daumen da. Das war's für das Video. Haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao, ciao.